beginnen. So, liebe Webinarteilnehmer, ich freue mich ganz toll, dass ich nach langer Zeit wieder mal ein Webinar, ein Live-Webinar für euch veranstalten darf. Und ich gehe auch fest davon aus, dass man mich kennt. Ich bin also seit einem guten Jahr bei Griptex dabei, habe den Leader-Status erreicht und kann demzufolge auch aus Erfahrungen berichten. Wer meine Webinare so bisher gesehen hat, folgendes, ich mache nicht, ich sage jetzt einfach mal so, diese Webinare, die da vielleicht der eine oder andere kennt, sondern mein Webinar ist anders aufgebaut. Das sind meine Erfahrungen, die ich hier zum Ausdruck bringe, und ihr werdet auch das eine oder andere Bild neu sehen. Aber ich denke, und am Ende können wir ja darüber dann diskutieren, ob euch das so in der Form gefallen hat oder ihr wollt noch weitere Informationen haben. Okay. Dann gehen wir los und ich werde das nächste Bild starten, wenn es kommt. Jawohl, dieses Bild kennt vielleicht der eine oder andere mit diesem Zug. Ich habe dieses Beispiel einfach mal wieder eingefügt. Der Zug fährt jetzt, einsteigen oder vorbeifahren lassen. Es liegt an jedem selbst. Ihr kennt das alles. Und Zug gefahren ist bestimmt auch jeder schon mal. Und wir merken gerade jetzt in dieser Zeit, dass wieder einige Störungen auftreten. Aber davon wollen wir uns hier nicht beeindrucken lassen. Bei uns sollen nach Möglichkeit keine Störungen auftreten. Also, das will ich erstmal ein kleines bisschen nach oben schieben hier. Jawohl. Die Einladung zum Mitfahren, um mal bei diesem Beispiel zu bleiben. Die hast du von deinem Sponsor erhalten. Ich nenne es einfach mal Zugbegleiter. So. Und du musst was tun, wenn du mitfahren möchtest. Das ist wie beim normalen Zug. Also als erstes musst du die Tür öffnen und dazu hast du einen Code erhalten. Das ist nämlich die Anmeldung. Ja? Du meldest, hast dich angemeldet bei deinem Sponsor und bekommst von deinem Sponsor mehr oder weniger einen Code dafür. Und das Zweite, was du machen musst, du musst eine Fahrkarte kaufen, auch genauso wie beim Zug. Und das ist bei uns, ich nenne das mal als Vergleich, das sind $100, das ist die Gebühr, die für eine Fahrkarte zu bezahlen ist. Und ich denke mal gerade, wer Zug fährt, der weiß, dass 100 Euro, oder hier steht Dollar, das ist ja fast 1:1, dass man das bei einer Zugfahrt mal ganz schnell hinblättern muss. Ne? Und du bekommst für diese Karte einen Sitzplatz. Und man kann aber auch mehr Fahrkarten kaufen, also 10 Fahrkarten. Auf 100 bekommst du 15 Sitzplätze. Das ist unser Sonderangebot. Aber da gehe ich nochmal drauf ein. Und du kannst selbstverständlich, wenn du das möchtest, aber das sage ich gleich von vornherein, ist nicht erforderlich. Eine einzige Karte reicht aus. Du kannst aber bis zu 50 Sitzplätze, das ist wohl jetzt im Gespräch, kannst du bezahlen. Und es entspricht praktisch einem Luxus. Da hast du einen ganzen Waggon. Also, es liegt an jedem selbst, ob du mitfahren möchtest oder den Zug vorbeifahren lässt. So, gehen wir zum nächsten Bild. Das ist der Disclaimer und dazu bin ich einfach auch gesetzlich irgendwo angelassen, dass ich das tun muss. Es handelt sich also um keine Finanz-, Handels- oder Anlagerechtsberatung, sondern das sind einfach meine Informationen, die ich zusammengetragen habe. Und jeder kann für sich entscheiden, ob er das so nutzt oder einfach so zur Information einfach mal gehört hat. Das andere lese ich nicht vor und damit habe ich auch dem Gesetzgeber Rechnung getan. Gut, stelle ich das erste Bild und ich stelle gerade fest, wir sind 100 Teilnehmer. Das ist eine ganz große Klasse. Also da bedanke ich mich schon erstmal für euer Interesse. Und das erste Bild, das ist auch meine Erfahrung. Ich hatte am Anfang gesagt, ich möchte von meinen persönlichen Erfahrungen sprechen. Es gibt bei Griptex zwei Wege, um Erfolg zu haben. Ja? Und Erfolg, denke ich, will jeder haben. Erfolg bedeutet am Ende Geld verdienen. So, der Weg 1, du meldest dich an, ja? Du öffnest den Zug, bezahlst deine Karte. Und wartest dann 3, 5 oder 7 Jahre. Okay, das ist jetzt nicht vergleichbar mit dem Zug, der 3 Jahre fährt, sondern das ist ein Weg. Einfach anmelden, warten, fertig, aus. So, und der zweite Weg, das ist Partnergewinn.
Ja, ich habe aber ganz klar hier unten drunter geschrieben, keiner muss, jeder kann. Es muss also keine Partnergewinnung erfolgen. Wer sagt, ich möchte das nicht, selbstverständlich kann man das, da geht man den Weg eins. Ja. Aber der riesengroße Vorteil ist der, was ich auch praktiziere, und ich werde euch dann meine persönlichen Ergebnisse auch zeigen. Im Zeitrahmen von 3, 5 oder 7 Jahren bedeutet das, wenn ich Partner gewinne, dass ich Geld verdiene. So, und das Geld oben Weg 1 ist nach 3, 5 oder 7 Weg 1 erhältlich. Im Weg 2 ist es sofort verfügbar. Ja? Und ich zahle mehr oder weniger, oder besser gesagt, ich habe in meinem Account jeden eigentlich stündlich neue Zahlen drin stehen. Und ich habe da so ein Prinzip, wenn da $1.000 zusammengekommen sind, zahle ich aus. Also das habe ich schon zigmal gemacht. Ja, und das zeige ich euch dann, dass das nicht irgendwo bloß dahergesagt ist, sondern dass das tatsächlich so ist. Und das Schöne ist, das ist sofort verfügbar. Damit kann ich mehr oder weniger tanken für mein Auto, kann ich einkaufen gehen. Alles das ist dann sofort möglich. Die erste Frage, die mir auch immer wieder gestellt wird, wer oder was ist denn Cryptex? So, Cryptex ist kein Unternehmen, Cryptex ist eine Community, so wie es hier oben links steht. Eine Community. Das sind also wir, das bin ich, das seid ihr, wenn ihr bereits in dieser Community seid. Das sind die Gründer, Programmierer, Supporter, das sind Banken, Versicherungen, da gehe ich auch speziell nochmal ein. Und am Ende seid ihr das alle, die Leader, die Superleader, alle, dass die in dieser Community sind, das ist Cryptex. Ich habe hier mal aufgeführt und auch aus meinen Erfahrungen zusammengetragen. Für mich gibt es persönlich, und das kann ich jedem so empfehlen, das auch so zu verstehen, 4 Säulen bei Cryptex. Es gibt erstens Fakten, es gibt zweitens Zahlen, es gibt drittens Beweise und schließlich viertens das Vertrauen. So, und diese 4 Säulen, das ist die Grundlage für einen soliden und erfolgreichen 3, 5 oder 7 Jahresvertrag. Und wer an der Community ist, wer sich also eingetragen hat, seinen Betrag bezahlt hat, der hat einen 3, 5 oder 7 Jahresvertrag. Gehen wir weiter. Die Säule 1, Fakten. Das Unternehmen, und das ist auch ganz wichtig zu wissen, gibt es seit 7 Jahren. So, und seit 7 Jahren gibt es das nachweislich, das Unternehmen, und es gibt inzwischen Tausende von Kontrakten. Ist ja nicht bloß in Deutschland oder Österreich oder Schweiz, also im deutschsprachigen Raum, sondern weltweit. Und wenn das nicht so wäre, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann wäre das Internet voll mit Beschwerden, dass Cryptex nicht auszahlt. Also wenn mir einer nachweislich jemanden bringt, der einen Vertrag hat, der ausgelaufen ist und das Geld ist nicht ausgezahlt worden, dem bezahle ich einen Kontrakt. Also es gibt sie nicht. Deswegen sage ich das jetzt so einfach so locker. Ich könnte auch noch mehrere Kontrakte sagen, aber es gibt es nicht. Ja? Und sagt mir, oder ihr seid ja alle im Internet unterwegs, ihr kennt die vielen Beschwerden, ja, da kommt das Unternehmen auf den Markt und plötzlich nach einem halben Jahr wird nicht mehr gezahlt und so weiter und so fort. Alles das gibt es ja nicht. Und das immerhin seit 7 Jahren. Zahlen. Zahlen sind immer wichtig. Für mich sind auch Zahlen. Ich bin Mathematiker und für mich sind Zahlen einfach auch wichtig zu wissen, dass Zahlen dann auch stimmen. Und ich will das einfach mal an den 100 Dollar Gebühren nachweisen. Ja? Also, wie werden diese 100 Dollar Gebühren aufgeteilt? Das sind einmal die 65 Dollar laut User-Kommission. Dann bekommt der Superleader, ja, das ist der, der ganz oben steht, der bekommt für jeden Kontrakt 35 Dollar, eine Menge. Unser Superleader, den kennt ihr bestimmt, der Mario, der bekommt 15 Dollar. So, das ist nämlich schon eine Zwischensumme von 115 Dollar, also mehr als 100 Dollar. So, und dann gibt es noch eine Menge Leader und das wird jeden Monat mehr. Ich bin auch ein Leader und ich bekomme jeden Monat 5 Dollar. Ja, die bekomme ich.
$5 bis in die unendliche Tiefe rein. Und das ist doch blanker Wahnsinn. So, und damit sind wir ganz locker mal bei einer Summe, die wesentlich größer ist als $100. So, und da sage ich einfach mal, wer da von einem Schneeballsystem spricht, man hört hin und wieder, ah, das ist ein Schneeballsystem und so weiter und so fort, der weiß nicht, von was er redet. Er hat sich noch nicht damit auseinandergesetzt. Ja, es erfolgt eine Zuzahlung von mindestens $65, nachgewiesen an mein Beispiel. Und woher kommt die wohl? Die kommen ja nicht aus dem Himmel oder die kommen ja nicht irgendwo her, dass die ein Millionär zahlt und sagt, hier Schröder oder hier Müller, Meier, Schulze, hast du das Geld? Nee, das kommt aus Staking. Denn wenn das nicht so wäre, dass da Geld aus einer Quelle kommt und ich weiß euch dann nach, wie das funktioniert, dann hätte so ein System und diesen Hintergrund nie eine Überlebenschance. Dann wäre es längst pleite gegangen. Beweise. So, und das ist auch eine Frage, die ich auch immer wieder höre. Gibt es denn Beweise? So, es gibt genügend Beweise. Das muss man wissen für die Effektivität, Vertrauenswürdigkeit von Cryptex. Aber, jetzt kommt das große Aber. Alles ist anonym. So, und ich weiß auch, wenn ich das jetzt so sage, dass bei vielen einfach, ja, ich kenne das alles. Auch bei mir ging dort die Jalousie runter, als ich das erste Mal gehört habe und habe gehört, anonym. Da habe ich gesagt, anonym, was soll denn das? Das gibt es ja gar nicht. Wir Deutsche wollen wissen, wo wohnt er, welche Straße, welche Telefonnummer hat er, welche E-Mail-Adresse. Warum? Damit man irgendwo, ich sage es jetzt mal, es ist vielleicht jeder schon mal irgendwo beleidigt worden, damit man beleidigen können, damit man vielleicht klingeln können und mit dem Stock vor der Tür stehen, wenn es mal nie aufgegangen ist. So, und das ist hier nicht der Fall. Und als ich mich damit auseinandergesetzt habe, was bedeutet denn das, anonym zu sein? Da war mir klar, ey, das ist ein Riesenvorteil. Ich habe es mal ganz anders gesehen. Das ist ein Vorteil. So. Und anonym heißt ja nicht, dass es gar nicht passiert, sondern im Hintergrund passieren genug Aktivitäten. Ja? Aktivitäten des Supports. Es gibt einen Support, der antwortet dir auf deine gezielte Frage. Die kannst du stellen, viele zu wenige nutzen das. Wenn ihr Fragen habt, das müssen natürlich auch exakte Fragen sein. Also ich weiß auch, dass manchmal Blödsinn gemacht wird, manchmal auch aus Unwissenheit, muss man auch akzeptieren. Neue Leute, neue Mitglieder der Community, okay, die wissen noch manches nicht. Da kann man mal eine Frage stellen. So, da sind wir auch da, wir Leader oder eure Sponsoren, die dann einfach dafür da sind und euch aufklären. Wenn ihr dort an der Stelle nicht weiterkommt, dann schreibt einen Support an. Die antworten unter Garantie. Das garantiere ich euch, dass die antworten. So, das sind mal ein paar solche Ablichtungen. Ich halte von solchen Zahlen nicht allzu viel, die es da gibt. Aber wichtig ist das, der letzte Satz, der hier unten drunter steht. Es gibt seit einigen Wochen ja, ich würde fast sagen, ein Versprechen auch von unserem Superleader, dass es bis Jahresende einen Live-Beweis einer Auszahlung eines Dreijahresvertrages geben wird. Es ist ja klar, auch unser Superleader hat ja einen Sponsor. So, und der ist bereits einige Jahre dabei und hat jetzt eine erste Auszahlung. So, und nun wissen wir ja, habe ich vorhin gerade gesagt, vor 5 Minuten, alles ist anonym. So, jetzt wird aber diese Auszahlung, dieser Zahlungseingang wird gefilmt, natürlich ohne Adresse, ohne Telefonnummer, wie ich das vorhin gesagt habe, aber es wird gefilmt. So. Und ich warte genauso wie ihr. Ich bin auch gerade heute wieder gefragt worden. Ja, wann kommt denn das? Ja, ich warte genauso. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube einfach, und da bin ich schon fast beim nächsten, nämlich beim Vertrauen. Ich vertraue einfach der Aussage, dass das dargestellt wird. Und liebe Leute, dann brechen Dämme. Dann brechen Dämme. Also wenn dann so ein Video kursiert, wo mal eine Auszahlung eines Vertrages dargestellt wird, dann könnt ihr euch darauf verlassen, dann gibt es kein Halten mehr. Kommen wir zur Säule 4, Vertrauen. Ganz wichtig. Für viele Menschen ist das Vertrauen die wichtigste Säule von Cryptex. Auch für mich. Wenn ich kein Vertrauen habe, lasse ich es. Und ich kann nur jedem empfehlen, zu prüfen,
Wenn er die Fahrkarte löst, wenn er die Fahrkarte kauft, um ein Beispiel am Anfang zu gehen, ne, also diese Gebühr bezahlt, habe ich das Vertrauen. Wenn ich das Vertrauen nicht habe, Leute, lasst die Finger davon. Lasst die Finger davon, sucht was anderes. Ich will doch nicht sagen, und ich bin nicht so borniert, sage ich jetzt einfach mal, dass ich sage, es gibt keine anderen Projekte, wo man ebenfalls Geld verdienen kann. Na klar gibt es die. So. Aber tut richtig und gut prüfen. Ne? So, aber das Vertrauen, wer kein Vertrauen hat, soll es sein lassen. Ne? So, wichtig ist, wenn es Veränderungen gab, doch dann nur zu unserem Vorteil. Zum Beispiel die Laufzeitänderung. Als ich eingestiegen bin, gab es noch keine 3 Jahre. Da gab es 5 Jahre. Da bin ich, ich war damals, ich bin jetzt 74, ich war damals 73. Ja, ich bin mit 73 in 5 Jahresvertrag eingegangen. Ja, da haben manche gesagt, du, ey, komm, mit 78, was soll denn das? Ja, ich will ja mit 78 auch noch Geld haben. Ich will mit 78 auch noch das Leben genießen. Provisionsänderung zu unserem Vorteil, auch da gehe ich dann noch an geeigneter Stelle nochmal drauf ein. Abstimmung unter Superleadern und den Leadern. Ja? Wie ihr wisst oder wie ich das vielleicht berichten kann, und das kann ich aus eigenem Erleben berichten. Bisher hatte ich das immer gehört von den Superleadern. Wenn es eine gewisse, es gibt dann Support. So. Und beim Support laufen bestimmte Probleme zusammen. Ist doch logisch. Ne? Wenn einer sagt, die Auszahlung funktioniert nicht, dann läuft das zusammen. So. Und dann werden zu bestimmten Fragen, jetzt nicht zur Auszahlung, sondern zu ganz allgemeinen Fragen, werden die Superleader aufgefordert, ihre Meinung abzugeben, abzustimmen. Ganz demokratisch. Und dann zählt die Mehrheit, einfach die Mehrheit. 51 von, es gibt 100 Superleader, 51, sage ich jetzt mal so, der hat gewonnen, das wird durchgesetzt, aber nicht diskutiert, fertig aus. Und das habe ich bereits als Leader. Im Herbst war es so, dass auch die Leader abstimmen durften über gewisse, sagen wir mal, Verfahren bei der Provision, bei den Prämien, die wir bekommen. Da durfte ich als Leader abstimmen. Ey Leute, das war für mich, das habe ich bis jetzt noch nicht so erlebt. Ich wurde gefragt oder aufgefordert, gib deine Stimme ab. So. Da wurde gesagt, A, B, C oder erstens, zweitens, drittens. Ich habe da gesagt, zweitens, okay. Ich habe mir dann immer richtig abgestimmt. Das war aber, es hätte auch anders sein können. So. Und ich habe mich dann natürlich gefreut, dass das, was ich abgestimmt habe und was auch andere, die Mehrheit abgestimmt, das wurde umgesetzt. Das ist doch der Beweis, dass im Hintergrund was passiert. Nämlich Änderungen werden dort vorgenommen. Und das ist wichtig, das hat was mit Vertrauen zu tun. Sprechen wir über das Risiko. Das ist ja auch so eine Frage. Ich werde von einigen gefragt, na, was ist denn für ein Risiko, was ich hier eingehe? Wie hoch ist das Risiko? So, und jetzt kriegt ihr von mir eine Antwort, die euch vielleicht ja, überrascht. Risiko ist 100%. Punkt. Da sagen wir schon, was soll ich denn da noch hier? Denn das Risiko sind die 100 Dollar Gebühr. Diese Gebühr ist weg. Die Gebühr ist weg. So wie ich angefangen habe mit der Fahrkarte kaufen. Ihr kauft eine Fahrkarte, dann setzt ihr euch in Zug, fahrt dorthin. So. Dann habt ihr dort bezahlt, fertig aus. Die 100 Dollar oder wie viel das kostet, die Fahrt von hier, vom Erzgebirge nach Berlin, der Preis, den ihr bezahlt habt, der ist weg. Die Fahrkarte ist bezahlt, Schluss aus. So. Aber es gibt ja noch dein persönliches Risiko, dein Risiko bei der Bezahlung einer Gebühr. Wie hoch ist denn das? Ich habe das einfach, weil es kann jeder rechnen. Ja? Bei 100 Dollar Gebühr für einen Kontrakt. Mehr ist ja nicht erforderlich. Du musst keine 100 Kontrakte oder 20 Kontrakte. Ein Kontrakt. Das Risiko für 3 Jahre 10 Cent pro Tag. Leute, 10 Cent. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. 10 Cent pro Tag. Ja? Selbst wenn ich 1000 Dollar Gebühr bezahle, nämlich das Sonderprogramm 15 Kontrakte, da kriege ich nochmal 500 geschenkt. Aber da habe ich das Risiko von einem Dollar pro Tag. Was kostet ein Kaffee? Also, dieses Beispiel, ich will jetzt auch mal bemühen. So. Und dann gibt es auch, das sind die wenig, auch bei mir, Leute, die über 30 Kontrakte, 35 Kontrakte sind 3 Dollar pro Tag. Sprechen wir da noch über Risiko? Die Frage müsst ihr euch stellen. Und die Grundfrage ist doch einfach die: Hast du 100 Dollar für eine Gebühr? Dann reden wir weiter.
Ja? Ich will nicht ins Politische gehen. Was bezahlen wir an Gebühren? Manchmal für sinnlosen Mist zahlen wir Gebühren. Aber wir haben keine Chance. Auch hier kann ich mich entscheiden, bezahle ich die Gebühr, bezahle ich sie nicht. Bei vielen anderen muss ich sie bezahlen. Aber hier ist es so, 100 Dollar hast du, reden wir weiter. Wenn du die nicht zahlen willst, dann lebe ich so weiter wie bisher. Das klingt hart, aber es ist so. Dann musst du auch die vielen Preisänderungen in deinem persönlichen Leben akzeptieren. Leute, wir sitzen alle in einem Boot. Jeder jammert rum und mit Recht, alles wird teurer. Wo ist denn der Ausweg? Den Kopf in den Sand stecken und jeden Tag sagen, Mist, und ich habe die Schnauze voll auf Deutsch gesagt und weg mit den Politikern und was ich da alles so höre. Nee, wir machen Kripplex. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder 3 Jahre warten oder ich spreche darüber und da kriege ich pro, wenn einer sagt, ich bezahle dir die 100, dann kriegst du 30 Dollar als Prämie. Wenn du 3 hast, dann hast du deine 100 wieder rein. Das war jetzt ein bisschen grob gerechnet, ne? Also hat nicht mit Mathematik zu tun. Aber er versteht mich, was ich meine. Und das muss man zahlen. Was passiert nach Zahlung der Gebühr? So, und das auch zu begreifen, das ist eine wichtige Grundlage, um Kryptex zu verstehen. Bei Kryptex wird ein fixer Betrag je nach Vertrag, nämlich bei 5 Jahre, 60 Monate, 43.200 Dollar. Und bei 3 Jahren 30.240 Dollar in ein Staking Pool angelegt. Du kriegst das nachweislich in deinem Account alles angezeigt. Aber das Geld, das kannst du nicht auszahlen. Das ist erst einmal 3 Jahre. Ne? Es geht ja um 3 Jahre gesperrt. So, oder 5 Jahre, je nachdem, was du für einen Vertrag hast. Und das Geld ist in einem Staking Pool. Was Staking ist, sage ich euch dann ganz kurz. Das ist kein Begriff, der für Kryptex entwickelt worden ist, sondern das ist ein Begriff im Kryptowesen, den gibt es seit Jahren. Und da wird immer interessanter, weil das ist nicht mehr wegzureden. Ja? Damit werden Milliarden verdient. So, und dieser Ablauf, wie vollzieht sich dieser Ablauf? Erstens, es wird eine Versicherungspolice bei einer Versicherung abgeschlossen. Die Versicherung ist auch anonym. Stellt euch mal vor, die wäre bekannt, die könnten nicht mehr arbeiten vor Anfragen. Die müssten sich einen Stab machen vor Anfragen. Nee, ihr seht's, es passiert. Ja? So, es wird eine Versicherungspolice abgeschlossen, 108.000 Dollar. Und diese Versicherung wird bei einer Bank beliehen. Und ich glaube, wenn ich das jetzt hier bis zum Punkt 2 gesagt habe, dann kommt vielleicht bei dem einen oder anderen, bei vielleicht ein bisschen älteren Kolleginnen und Kollegen, geht ein Licht auf. Ja, das gibt es ja im realen Leben. Früher, als die Banken noch alle noch ein bisschen gesund waren, ausgenommen haben sie uns immer, aber egal, ich sage jetzt mal so, gesund waren, gab es das nämlich so. Ich habe das selber erlebt, ich kann das aus eigenem Erleben nachvollziehen. Ich kann es euch sagen. Ihr wisst und ihr hört vielleicht an der Sprache, ich bin aus dem Osten. Was war denn? Anfang der 90er Jahre kamen die Versicherungsvertreter und sagten, hey, schließt eine Versicherung ab. Und da haben wir gesagt, was ist eine Versicherung für was? Ja, da geht er zur Bank und dann könnt ihr die Versicherungspolice beleihen. Wir haben das als Familie gemacht. Wir haben das gemacht. Wir haben für unseren Sohn so eine Police abgeschlossen, haben eine Eigentumswohnung gekauft. Die gibt es heute noch, die Eigentumswohnung. Wie das dann abgelaufen ist, dass wir dann über den Tisch gezogen wurden und viel mehr bezahlt haben, ist eine ganz, ganz andere Sache. Nur dieser Vorgang, den gibt es in der realen Welt. Und den gibt es heute noch. Ich habe mich sachkundig gemacht beim Experten. Ja, der hat mir gesagt, nur dort gibt es das noch. So. Und das ist dieser Kredit, der aufgrund der Versicherungspolice, bei uns ist es für einen 3-Jahres-Vertrag praktisch ein Kredit in Höhe von 30.240 Dollar. So, der Betrag wird sofort bereitgestellt und in deinem Account sichtbar. Aber wie ich vorhin schon mal betont habe, wichtig zu wissen, der nimmt am Staking Pool teil. So, und jetzt kommt das Interessante für dich. Und nur darum geht's. Denn weil du das 3 Jahre lang, 5 Jahre lang oder auch 7 Jahre lang festlegst, also nicht anrührst, kriegst du eine Prämie.
Nämlich 0,1 bis 0,3. Das ist flexibel. Und diese Prozente, diese Prämie steht in eurem Account drin. Also das ist nicht irgendwo eine Erfindung von mir, was ich euch jetzt weismachen will, sondern die seht ihr persönlich und schwarz auf weiß in eurem Account. Ja? So, aber alle diese Vorgänge werden anonym und ohne dein Zutun ausgeführt. Und das ist ja auch ganz wichtig. Also ist doch logisch, es fallen Gebühren an. Und ich werde dann gefragt, ja, was passiert denn dann? Ist da Kredit? Muss ich dafür haften und so weiter und so fort? Überhaupt nicht. Das läuft ja alles im Hintergrund. Ja? So, und du bezahlst keine Gebühren, denn Gebühren fallen an jeden Monat für die Versicherung. Die zieht die Versicherung ab von deinem Account. Aber nicht, dass du sie bezahlen musst, sondern als der Gewinn, nämlich hier oben aus diesen 0,1 bis 0,3. Und am Jahresende bekommst du die Zinsen abgezogen. Ja? Und wenn die 3 Jahre rum sind, zahlst du auch den Kredit wieder zurück. Und das, was übrig bleibt, das kriegst du dann ausgezahlt. Und das sind schöne Summen. Die Rewards, also die Prämien für das 5-Jahres-Programm, die liegen bei ja, 0,20. Aber das ist sehr unterschiedlich. Ich habe das nochmal aufgeführt, ja. Und beim 3-Jahres bei 0,1 bis 0,18 immer wieder auf diese Zahlen bezogen. Ja, das kann jeder mathematisch, da brauche ich nicht Mathematiker sein. So, und das wird täglich in deinem Account sichtbar gemacht. Hier habe ich nochmal ein Bild reingenommen, diese Win-Win-Win-Situation. Die Versicherung ist dort, die werden ja bescheuert, wenn die das nicht machen. Die kriegen Monat für Monat. Und guckt mal nach, ihr habt die Abzüge in euren Wallet, in euren Account. Und wenn die das nicht machen, also das ist für die Versicherung eine Win-Situation. Für die Bank natürlich auch. Die kriegen pro Jahr eine dicke, fette Summe, weil das abgezogen wird. Aber ihr bezahlt es nicht. Euch kann es am Ende egal sein. Demzufolge haben wir als Wallet-Inhaber immer wieder eine Win-Situation. So, jetzt will ich einfach mal ganz kurz ein Beispiel noch zeigen. Was ist dir lieber? Die traditionelle Zinsberechnung. Jeder hat sich irgendwo mal mit Zinsen beschäftigt und so weiter. So, ich habe ja 6% pro Jahr traditionelles Sparbuch. Das war alles mal. Aber ich merke ja, die Banken gehen wieder dazu, Tagesgeld, Zinsen und so weiter und so fort. Es fängt wieder so langsam, aber sicher an. So. Aber ihr kriegt 2%, 3%, 6%, wenn ihr wirklich eine gute Bank habt. Ja, also keine Sparkasse in dem Sinne. So. Oder ist es euch lieber mehr Prozent, nämlich mit Krypto? Das ist das moderne Krypto. So. Und ich habe das einfach mal, diese Zinsrechnung, dann könnt ihr euch aus dem Internet ranziehen. Ja, ich gehe noch mal kurz zurück. Hier ist es nämlich die 43.000. Mal angenommen, die hast du. So. Und die bringst du auf eine Bank und die geben dir 6% pro Jahr. Da hast du dann am Ende Zinsen insgesamt 14.000 erhalten. Ja, das ist die Zahl hier unten. So. Aber machst du das mit Krypto? Das sind nämlich die 0,1 bis 0,3%, was ich vorhin dargelegt habe. Im Jahr 36%. Das klingt viel. Und für Leute, aber es ist so, ich kann es ja nicht anders sagen, dass es so ist. Und ich bin ja nun über ein Jahr dabei und kann das euch Zahl für Zahl nachweisen. So. Und da kommen natürlich ganz andere Zinsen raus. So. Zinsen 157, gerade 29. Beim 5-Jahres-Vertrag und so weiter und so fort. Hier habt ihr das unten nochmal aufgeführt. So, also ich denke mal, bis hierher sind das Grundlagen von Kryptex, die ich mal dargestellt habe, natürlich auf eine andere Art. Bin jetzt nie im Urschleim reingegangen, wie ist ein Vertrag, wie kommt ein Vertrag zustande, wie musst du bezahlen, musst du dich anmelden und so weiter. Davon gehe ich aus, das weiß jeder, wer es nicht weiß, soll den befragen, der euch heute hierzu eingeladen hat. Und mich selbstverständlich könnt ihr da jederzeit dazu befragen. Komme ich jetzt zum Vertrieb. Und da habe ich ganz klar unten drüber geschrieben. Keiner muss, jeder kann. Also wer jetzt sagt, Vertrieb, Punkt aus, ist für mich kein Thema, da kann auch dieses Webinar verlassen. Ja? Besser ist, man hört sich einfach mal an, weil er am Ende meiner Vorlesung, so will ich es mal bezeichnen, merkt, dass Vertrieb eigentlich ganz einfach ist. Das ist nie Vertrieb, Network Marketing, ihr kennt alles das und das ist alles negativ belastet. Der Vertrieb hier läuft anders. Ich sage es jetzt mal vorab, das ist weiter Sachen, darüber reden. Ja?
Jetzt habe ich dann noch die Wiederholung. Es gibt zwei Wege. Einmal anmelden, 3, 5 oder 7 Jahre warten oder Partner gewinnen. So wie ich das mache. Warum? Weil ich sofort Geld verdienen will. Und hier habe ich mal ein Bild, das bringe ich jedes Mal in meinem Webinar. Ja, das ist auch ein emotionales Bild und emotionaler Vorgang, aber den muss man sich einfach mal vorstellen. Einfach mal die Augen zumachen und sagen, stell dir vor, Cryptex erfüllt alle Bedingungen. Was sind denn 3 Jahre? Wir haben ein gutes Jahr schon weg. Nächstes Jahr um die Zeit sind es 2 Jahre, da haben wir bloß noch ein Jahr. So, stell dir einfach vor, Cryptex erfüllt alle Bedingungen und bringt dir für zum Beispiel nur $100 Gebühr nach Vertragsende einen sechsstelligen Zugewinn. Das ist jetzt 5-Jahres-Vertrag oder ein 7-Jahres-Vertrag. Ja, beim 3-Jahres-Vertrag ist es nicht ganz so viel. Aber egal. Fakt ist, dein Leben ändert sich. Und stellen wir einfach uns mal vor, du bist der Linke und der Rechte ist dein Sohn oder umgedreht, ist jetzt egal. Ja? Und dein Sohn fragt dich, ey, Paddy oder Alter, je nachdem, wie ihr euch ansprecht. Das kann doch nicht wahr sein. Du fährst jetzt einen Schlitten. Davon habe ich mein ganzes Leben geträumt. Ich kann mir das nicht leisten. Oder noch viel krasser. Du kaufst dir ein Haus. Ey, du hast dir ein Haus gekauft. Wie hast du das gemacht? Und dann kommt die Stunde der Wahrheit. Du musst dann einfach sagen, ja, ich habe mal vor 3 Jahren, vor 5 Jahren Cryptex kennengelernt. Und da habe ich $100 Gebühr bezahlt. Und das ist jetzt rausgekommen. Und da sagt der, hey Fadi oder hey Alter, konntest du mir das nicht mal vorher schon sagen? Und er hat recht. Du hast drei Einkommensmöglichkeiten. Einmal bei Vertrieb jetzt. Eine Direktprovision. So, die kriegst du sofort. Innerhalb einer Minute. Ja? Weil das läuft alles auch über Bitcoin, das ist auch eine andere Frage. Da ist unter Umständen die Laufzeiten problematisch. Aber ich habe es auch schon erlebt, wo es innerhalb von wenigen Minuten da war. Zweitens, tägliche Gewinnbeteiligung rewards aus deinen Empfehlungen zu Ende der Vertragslaufzeiten. Das sind Zahlen, ich zeige euch dann meine Zahlen. Die möchte man am liebsten gar nicht zeigen. Das sind Wahnsinnszahlen. Ja. So, und dann gibt es noch eine Leaderprovision. Ich bin Leader geworden. Wann wird man Leader? Wenn man mindestens 100 Leute hat, die man als Partner gewinnen konnte. Und ja, ich habe das erreicht ja, nach wann? Nach einem halben Jahr. Ich wollte es viel schneller erreichen, aber dann gemerkt, so einfach ist es nicht. Aber es geht. Es geht. So, was kriegst du als Leader? 5.000 kriegst du einmalig. Ich habe bis zu dem Zeitpunkt gezweifelt. Kommen die 5.000? Leute, die waren innerhalb von 2 Tagen auf meinem Konto. So, und jetzt kriege ich schon ein paar Monate in der ersten und zweiten Ebene alles das, was dort verdient wird, bis ins Unendliche runter. Das ist irre, was da jeden Tag ankommt. Ja. Hier mal einfach, ja, vielleicht wundert ihr euch, wenn ich das veröffentliche. Ihr sagt, oder es wird ja gesagt, es ist alles anonym, aber ich denke einfach mal, es ist ja meine Verantwortung, dass ich euch das zeigen kann. Die ersten zwei Tabellen sind per heute. Das habe ich heute aus meinem Account rausgezogen. Ja? Das seht ihr, ich habe insgesamt über 2000 Referrals. So, das sind inzwischen schon wieder 2009. Als ich hier angefangen habe, waren es 2009. Also das wächst stündlich. Das habe ich verdient. Da mache ich euch nicht vor. Diese Zahlen, ja, aus meinem Referralprogramm rund 34.000 Dollar und aus dem Leader-Programm rund 14.000 Dollar. Ja, das sind Zahlen nach einem knappen Jahr, oder nach einem Jahr 48.000 verdient. Leute, mal 3 Jahren. In 3 Jahren habe ich da 150.000 verdient, mindestens. Das kann jeder. Das kann jeder. Wie? Nämlich hier. Das sind die entscheidenden Zahlen. Per 15.07. habe ich 1205 Referenz gehabt, also Partner. Per heute 2004, als ich das aufgenommen habe. Jetzt sind schon 2009, vielleicht, wenn ich Webinar beendet habe, 2011, ich weiß es nicht. Aber das ist, und das passiert passiv. Die 120 hier oben, das ist meine erste Linie, die habe ich selber gewonnen. Die habe ich angesprochen, mit denen habe ich gesprochen, mit denen habe ich telefoniert, mit denen habe ich im Internet und so weiter und so fort. Aber das hier unten, die 1880,
Nämlich die Differenz, 800 neue Partner in 4 Monaten. Das ist passiv gekommen. Da habe ich nichts dazu. Ich kenne diese Leute nicht. Das sind nämlich die Partner aus denen, die sich hier raus entwickelt haben, aus den 120, in der ersten Ebene, in der zweiten Ebene, in der zweiten Ebene, in der dritten, vierten, bis zur 20. Ebene. Und da habe ich keinen Einfluss. Das geht Monat für Monat und die Zahl wächst. In 4 Wochen, Jahresende, werde ich euch meine Zahlen präsentieren, dann stehen hier wieder andere. So. Manche fragen natürlich an der Stelle, na, wie hast du denn das gemacht? Natürlich, klar, ich beschäftige mich täglich mit Cryptex. Ich habe die Zeit, ich bin Rentner. Okay, aber mir kann keiner sagen, ich habe keine Zeit, dann soll er es lassen. Dann soll er es wirklich lassen, dann soll er keinen Betrieb machen, Vertrag abschließen und 3 Jahre warten. Ist doch auch in Ordnung. So. Aber eine Stunde, eine halbe Stunde hat jeder. E-Mail-Marketing kann man machen. Jeder hat E-Mail-Adressen. Einfach anschreiben. Facebook hat jeder. WhatsApp hat jeder. Einfach die Leute anschreiben. Kennst du das schon? Mein Weg zum Leader, den will ich euch unbedingt noch darstellen. Das kann jeder. Du musst es aber tun. Und das ist das Entscheidende. Ich habe ein Beispiel und das nenne ich sehr, sehr gerne. Ich habe einen Partner, der mir plötzlich geschrieben hat, nachdem ich Leader geworden bin, kriege ich ein E-Mail, du, ich bin Leader geworden. Ich habe die 1000, die 100 Partner, wann kriege ich die 5000? Eigentlich genau das gleiche, wie ich immer gefragt habe. Ich sage, die kriegst du. Das verspreche ich dir. Aber das Interessante, oder der Mann ist hör- und sprachgeschädigt. Das taubstumm. So, und da kann heute hier das Webinar nicht mit anhören, ja, weil er es nicht hören kann. So, da muss ich das einzeln, ganz langsam muss er sich das ganz hören. Er hört schon, aber ganz, ganz schwer, also so schnell, wie ich jetzt rede, das kann er nicht hören, fertig aus. Und da kann ich telefonieren und das ist für mich das Gravierendste. Wo ich das gehört habe, habe ich gesagt, das kann nicht wahr sein. Es wird von vielen gesagt, ich kann nicht telefonieren. Ich selber habe da Probleme. Zum Hörer greifen, die großen Gurus, ja, die sagen dann immer, komm, beweg dein Hintern und greif zum Telefonruf an. Es kann und will nicht jeder. Das ist so, muss man einfach akzeptieren. Aber E-Mail verschicken, ey, das kann jeder. Bilder in den sozialen Medien verschicken, mit Canva erstellen, was Canva ist und wie das Canva und so weiter geht, kann ich euch helfen. Wir können das gemeinsam machen, alles, alles möglich. So, das kann jeder. Wer es tun will, bekommt meine volle Unterstützung. Das wissen auch die einen oder anderen. Meine Unterstützung kriegt jeder, der mit mir hier durch die Gegend rennt. Aber machen und vor allen Dingen wollen, musst du es selber. Und das ist die Grundfrage. Die Grundfrage. Willst du es oder willst du es nicht? Noch einmal. Es muss nicht jeder machen, aber es kann jeder machen. Und ich glaube, das habe ich bewiesen. Komme ich zum Marketing. Was kann man dann alles machen? Da gibt es dieses Marketing-Tool, Traum-Tool. Ich finde das sehr interessant, eine gute Möglichkeit. Man kauft das und tut anstatt jetzt zu sagen, du hast doch was von Cryptex gehört, geht man anders ran und sagt, ey, einen Traum hast du doch bestimmt. Und ja, ich will ein neues Auto kaufen, ich will eine Reise machen, ich will Geld verdienen, ich will ein Haus kaufen und. Alles das gibt es. So. Und das geht hier Stück für Stück ran an das Ganze. Eine interessante Möglichkeit kann man bei Mona kaufen. Mona, die Adresse, die kriegt ihr, ist überhaupt kein Problem. Könnt ihr euch für 50 Euro kaufen oder für 60 Euro, wenn man den Namen noch, kriegt man dann Namen, damit es zuordnenbar ist. Also kann ich nur empfehlen. Oder die zweite Möglichkeit ist die, eine Landingpage. Ich habe da selber, weil ich komme aus dem Programmieren, ich habe da so eine Landingpage zusammengebaut und die kann ich jedem personell oder personalisiert aufbauen. Ja, da steht dann nicht mein Bild, sondern da steht einfach dann dein Bild, deine Adresse, deine Links und. Also alles das ist ohne weiteres machbar. Das Eröffnungsangebot, auf das will ich unbedingt nochmal verweisen, gibt es noch. Das ist ein Eröffnungsangebot. Ich hatte mal vorhin gesagt, am Anfang muss man gucken, wie spät wir es haben. Ja, eine Dreiviertelstunde ist es bald rum. So, das heißt, da gab es noch die 5-Jahres-Projekte oder Programme und dann kam das 3-Jahres-Projekt.
Um das, ich sag mal, anzubieten, hat man dieses Eröffnungsangebot gemacht. Du kaufst 10 Kontrakte, 100 Dollar, also bezahlst du 1000 Euro und kriegst 15. Ja, da hast du schon mal 500 gespart. Die hast du dir geschenkt. Die haben sie dir geschenkt. So. Und 3 Jahre Laufzeit mal 15 Kontrakte, 30.000, war jetzt umgerechnet, da hast du eine halbe Million drin. Also ich sage jetzt, ich sage immer, jedes Mal merke ich das, ich wollte das mal ermitteln von meinen 100 Leuten in der ersten Ebene, wer hat da dieses gekauft? Also ich sage jetzt mal einfach der Hälfte mindestens. So. Jetzt gibt es noch eine weitere Möglichkeit. Das ist jetzt alles aufgeführt. Ich will hier das nur einfach mal zeigen, was es für Möglichkeiten gibt. Den Dreijahresvertrag, das 36er-Pack, was ich gerade gesagt habe, oder den Fünfjahresvertrag, den Siebenjahresvertrag. Klar, es ist ein Unterschied, ob ich Dreijahresvertrag mache, gibt es 35.000, beim Siebenjahresvertrag gibt es 1 Million. Punkt aus. So. Und das kann ich jetzt alles noch ein bisschen unterfüttern, das Ganze kann ich alles machen, indem ich einfach sage, okay, ich mache zweimal den 36er-Pack, fünfmal den Fünfjahresvertrag, zehnmal den Siebenjahresvertrag, da kommen Zahlen zusammen, ich lese die nie vor. Das sind Wahnsinnszahlen. Ja? Aber das muss jeder selber entscheiden, ob er sich dafür entscheidet. Das ist eine interessante Sache, einfach mal sich zu sagen, ehe ich 100 Euro im Monat für sonst welchen Mist ausgebe, kann ich hier reinstecken. Ich mache einen Monatsplan. Ich tue jeden Monat immer wieder 100 Dollar bezahlen. Ja? Na klar, verdiene ich da 30% dran. 30 Dollar. Ist eine feine Sache. Wenn es 10 Mann machen, jeden Monat, habe ich da mal locker 300 Dollar einfach mal verdient. Ohne dass ich was gemacht habe. Ich sage das so deutlich. Das könnt ihr aber auch alle selber machen. Ja? Oder ich mache eine Sonderzahlung von 300 und dann 100 weiter und so weiter mit den 36er-Pack, 1000 Dollar und so weiter. Also das sind alles Varianten, die jeder einfach mal sich erfahren kann von seinem, der heute hier denjenigen her oder euch her delegiert hat oder mich fragen, dann können wir ins Gespräch gehen. Und es gibt kein Investmentrisiko, sondern nur die 100 Dollar Gebühr pro Kontakt. So, das ist das Risiko. Habe ich euch mehrfach auseinandergenommen. Zweitens, es gibt überschaubare Laufzeiten, 3, 5, 7 oder 10 Jahre. Quatsch, 10 Jahre, der 2 Jahre, ein 10-Jahres-Vertrag, der soll noch irgendwie kommen. Das ist genau wie Cryptex 2.0. Wird auch kommen, Leute, fragt mich nicht. Nee, es bringt auch nicht. Wir wissen es nicht. Ich weiß es nicht, der Mario weiß es nicht. Aber es wird kommen. So wie vieles andere kommt, so wie der Dreijahresvertrag kommt, wird es auch 2.0 geben. Und wann? Das erfahrt ihr. Das ist Vertrauen. Ja? Drittens, komplette Anonymität aller Beteiligten. Ein wichtiger Punkt, über den man sich auch gedanklich drüber wechseln oder ihn beschäftigen muss. Scam-Betrug ist ausgeschlossen, hatte ich vorhin mit den 100 Dollar bewiesen. Alle bisherigen Kontrakte sind nachweislich ausbezahlt, denn ihr findet keinen, der sich beschwert, dass es nicht ausbezahlt worden ist. Ja? Top-Direktprovision, Gewinnbeteiligung, auch das habe ich euch gezeigt, das sind Wahnsinnszahlen und Marketingunterstützung. Also Unterstützung jederzeit. Ich mache mit euch Dreiergespräche, ich mache alles, was ihr könnt. Einzelunterweisung, ich mache das Webinar mit einer Person, mit zwei Personen, überhaupt kein Thema. Was sind die nächsten Schritte? Ihr müsst euch anmelden. Das heißt also die Tür öffnen, die Fahrkarte kaufen, Einzahlung der Gebühr, also die Fahrkarte. So habe ich angefangen, in Höhe von 100 Dollar oder mehr, je nachdem. Und drittens den Schritt, optional Vertrieb. Das heißt hier nichts anderes als wie weitersagen. Du musst hier nichts anderes machen, sondern du sprichst über Cryptex. Und wer nicht will, nicht böse sein. Ist ganz normal. Ist ganz normal. Ja? Auch das erlebe ich jeden Tag, dass Leute einfach sagen, komm Schröder, lass mich damit in Ruhe. Oder ja, ich gucke mir das nochmal an. Da gibt es die berühmten Ausreden, das gibt's alles. Ja, warum? Das ist auch ganz normal. So. Und damit bin ich am Ende meines Webinars. Und ich glaube, das sind gute Aussichten. Habe es nochmal reingeschrieben, für 100 Dollar hier wirklich zum Erfolg zu kommen. So, jetzt gebe ich erst einmal hier die Freigabe weg.
Und zwar stoppe ich die Aufzeichnung.